Glück auf, meine Freunde. Was geht ab? Ich begrüße euch zur dritten Folge von Let's Analyse mit Black und Dü. Und ich habe hier einen Angriff versucht, aber ich wurde, habe mich wieder zurückgezogen hier jetzt. Ich meine, in der letzten Folge ist leider mein Teampartner hier besiegt worden. Da breitet sich jetzt der Alex aus. Ich bin auf mich alleine gestellt, habe aber schon hier Aragorn. Meine Kavallerie sammelt sich wieder hier. Und ja, hier ist die Armee vom Alex. Ja, dann Kampftroll und Orks. Hier vom Black, der hat jetzt schon hier Drogoth rekrutiert und ist auch schon am Ausrüsten mit Feuerpfeil und Beuterüstung. Einen Riesen hat er auch schon und Spinnenreiter. Hier oben bauen sich der Dü wieder auf mit seinen Isengard-Truppen. Aha, da hat er auch schon wieder ein paar Ballisten stehen. Hier hat der Sir Dark wieder eine kleine Armee. Die Kommandeurspunkte rühren halt daher, dass er hier auch noch Schmelzöfen hat, die hier durch seine Türme geschützt sind. So, jetzt wagt der Black wieder einen Angriff auf den Dü. Mal der Riese, was für eine Reichweite der hat hier. So, und die Armee bleibt ziemlich still. Aha, hier ist der Wächter vom Dü. Den hat er sehr gut platziert. Fast über die Hälfte von der Armee vom Black ist jetzt schon wieder down. Geht er jetzt auf den Turm mit dem Riesen. So. Könnt jetzt hier den Feuerball aktivieren, der Black. Weil das auch macht. Erstmal geht das so auf die Einheiten. Ja, den Riesen lässt er hier auf den Wächter gehen. Zack, und sieht man mal, wie stark der ist, der Drogoth, gegen so normale Fußtruppen. Zack. Hier ist jetzt auch noch. Ah, da hat er ganz viele von den. Von den Grabunholden, die er hier hinten sein hier hat. Aha, jetzt habe ich hier probiert, habe ich ja was probiert, da mit den Rohirrim irgendwas auszurichten, aber jetzt hat er hier die Torwächter-Erweiterung hat jetzt auch wieder Furcht ausgelöst bei meinen Soldaten. Und sehe ich, dass es auch dass es hier nicht bringt. Gehen wir wieder hier hoch. Ha, das ist wieder Saruman. Der ist schon stark. Da ist der Drogoth. Ach ja, die Grabunhold hat er halt hier aus der Gruft hier rausgeholt, wo er die er jetzt kontrolliert mit seiner Ork-Fähigkeit. Ui, da ist er aber jetzt. Da hätte er besser aufpassen müssen auf seinen Held. Ja, die auch Fledermäuse. Hat er auch schon die Krähen? Ja. Wir haben beide schon eine relativ weite Sicht. Hier stehen jetzt meine Rohirrim ein bisschen nutzlos in der Gegend rum. Während sich der Alex hier schon ziemlich weit ausgebreitet hat, sogar in mein Gebiet rein. Und durch unverbündete Zähmen kontrolliert er jetzt hier diese Orks. Und greift damit hier mein Gehöft an. Aber ich habe das dann gemerkt und habe meine Fußtruppen hier runtergezogen. Meine Kavallerie steht noch hier. Da beobachtet er auch meine Festung mit seinem Auge. Der Alex.
Da hat er auch wieder Grabunholde aus der Gruft geholt, die er jetzt auch kontrolliert. Zack, aber die sind schon down. So, jetzt noch hier diese Orks. Hier, Achagorn kann sich auch ein bisschen dran leveln. Er ist aber immer noch Stufe 1. Jawohl, Achagorn, hast du gut gemacht. Müsstest du nur noch diese Überreste hier beseitigen. Genau. So, er sieht sie jetzt beide, ihre Truppen, der Dune, der hier auch der Sir Dark. Ziehen die Truppen jetzt hier rüber, weil hier der Alex kommt mit seiner Mordor-Armee. Und ich habe halt das gesehen durch meinen Elfenbeinturm und schicke jetzt meine Reiter hoch. Sag hier da. Ah, der Kampftroll, der ist jetzt down. Das ist ja der Barrikader, der Alex gerufen. Der kann jetzt hier die Uruk-Armbrustschützen von hinten abschießen. Das dürften hier die Fledermäuse vom Black sein. In der Zwischenzeit schicke ich hier gerade meine Reiter hoch, um dieses Gebäude hier, das ist nämlich das letzte Militärgebäude von Sir Dark, zu zerstören. Da dieser Sammelruf ging gehörig daneben leider. Zwar, weil es ein bisschen geleckt hat und die Verbindung halt nicht so gut war. Hier habe ich ja meinen Elbenwald eingesetzt. Gehe halt komplett jetzt auf dieses Gebäude. Werdet auch gleich sehen, warum. Zack, Sir Dark wurde besiegt. Somit ist in diesem Team auch nur noch ein. Also es besteht das Team auch nur noch aus dem Dü. Also ist der Dü ist jetzt auch auf sich alleine gestellt. Und während hier sich jetzt der Alex hier wieder ausbaut, aber hier auch wieder fast nur Billigtruppen hier. Und ich hätte vielleicht, ja, zwei Billigtruppen kann man schon bauen oder drei, aber jetzt eine ganze Armee aus Billigtruppen, die sterben halt alle schnell. Die kann man auch nicht mal ausrüsten hier, diese Mordor-Marten. Dann lieber hier Korsaren da, die Ostlinge, ein paar Trolle noch. Dann auf jeden Fall hier. Kann man jetzt ja zeigen, in der Wiederholung, den Hexenkönig kann man als Mordor gut bauen. Oben hat er ja noch mehr Orkmarten. Wenn ich hier alles seine Überreste hier beseitigt habe, aber er baut jetzt hier sozusagen eine Grenze auf mit seinen Türmen. So, im Moment haben eigentlich die beste Ausgangslage hat jetzt eigentlich hier der Black mit dem Alex, das nehme ich noch zu zweit. Während der Dü, der ist auch ist sehr angeschlagen hier. Ich bin jetzt nicht so angeschlagen, aber ich bin halt auch nur noch auf mich alleine gestellt. Hier sammle ich jetzt meine Armee mal hier unten. Jetzt habe ich auch das Überreste hier beseitigt. Und Aragorn hat sich noch einen Rang abgeholt. Hier. Hat jetzt noch Schwertmeister und Führerschaft. Ganz schön nice da. Aber hier, ja, da versuche ich jetzt, ob die Waldläufer eine höhere Reichweite haben als die Türme, aber man sieht, die werden trotzdem beschossen hier. So, meine Kavallerie habe ich erstmal hier oben gelassen, da der Dü ja hier noch oben ist. Und falls er hier angreift, weil ich habe ja jetzt nicht, sein ganzes Lager nicht wirklich gesehen. Habe mich ja nur auf dieses Gebäude konzentriert. Ja, jetzt hat er seine Rüstkammer da oben hingebaut. Da unten baue ich jetzt auch nochmal einen Brunnen hin, sagen als zweite Basis hier unten.
Da oben fange ich jetzt auch an, eine Festung zu bauen. Damit ich hier die Grenze hier oben etwas besser schützen kann. Da sammelt der Black wieder seine Truppen. Hier, ich glaube, das ist etwas buggy mit dem Drachenschlag hier, dass der Drache hier bleibt. Eigentlich kommt ja der Drache mit dem Drachenschlag und fliegt wieder weg. Das hier ist der Dübob, der hier gerade beschossen wird. Da feuert er erstmal schön Feuerball rein. Hier unten sammelt sich die Armee vom Alex hier. Römer hat auch eine kleine Armee. Da mit den Trollen und den Orks. Ich finde, der baut irgendwie ein bisschen zu wenig da die Ostlinge und die Menschen aus Harad. Ja, jetzt baue ich hier, fange ich auch hier an, mal einen Turm zu bauen. Einen Kampfturm. Der oben, weil da die Festung jetzt ausgebaut wurde. Und hier verbrennt ihm seine Armee. Da, das würde ich gerne, diese Stelle würde ich gerne mal beim Dünen, beim Plex sehen, ob das wirklich so buggy war. Dass der Drache da einfach geblieben ist. Und ja, mit dieser kleinen Armee dürfte er es eigentlich nicht schaffen, da was gegen die Festung auszurichten. Vor allem, weil er ja noch hier die Mauern zusätzlich verstärkt hat. Aber er hat ja einen Wurm gerufen, der Black Mask. Da oben ist immer noch der Drachenschlag. So, jetzt baue ich hier auch noch die Türme hier aus. Sagt er, jetzt hat er hier auch noch eine Barrikade hingestellt, der Alex. Hier habe ich jetzt die Rohirrim gerufen, um den Black hier etwas zu ärgern, damit er hier ein paar Rohstoffgebäude verliert. Das hier zum Beispiel. Zack. Jetzt sehe ich jetzt eine Mauer rüber. Weil die Mauer kann man ja auch noch mit Defensiv, Pfeiltürmen und Schleuder Erweiterungen erweitern. So, jetzt geht ihr schön auf den Gang hier. Zack. Hat er jetzt Black 2 Rohstoffgebäude weniger? Wobei es ihn nicht. Ja, hat schon ein paar Rohstoffgebäude, aber die zwei haben bestimmt einen schwerer Verlust für ihn. Mal sehen, wie er darauf reagiert in seiner Folge. Hier, komm. Baue ich hier weiter. Wenn hier der Alex hier gleich mit seinen Kampftrollen kommt und ich mich wieder zurückziehen muss. Zack, und da sind sie schon verschwunden, die Rohirrim, die Zeit ist um. Ah, hier habe ich jetzt die Mauern erweitert. Dieses Katapult, das ich hier hingesetzt habe, war ganz nützlich. Denn es feuert jetzt hier auf die Schmiede oder auf den Schmelzofen besser gesagt. Was war das? Ah, er hat wieder Trogoth gerufen. Zack, da ist es down. Und da unten steht noch meine Armee hier. Da baue ich weiter Türme. Hier stehen die Türme vom Alex. Und hier habe ich jetzt den Elfenbeinturm gebaut. Und an dieser Stelle mache ich auch Schluss für heute. Denn hier endet auch die Folge vom Black und vom Dü. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.